Mit Chilischoten verdient Bauer Pacatulla sein Geld. Er lebt mit zwei Frauen und 10 Kindern in Sierra Leone, 4 Autostunden von der Hauptstadt Freetown entfernt. Sein Dorf Robuya wirkt idyllisch. Doch das war nicht immer so. In den Jahren 2014 und 2015 war Sierra Leone schwer von der Ebola-Seuche getroffen. Damals starben allein in Robuya 60 Menschen. Das Dorf stand unter Quarantäne. Keiner durfte raus. Auch mein jüngerer Bruder ist hier an Ebola gestorben. Und auch mein Onkel, der wohnte da hinten. Und die Leute in diesem großen Haus hier, die hatten auch Ebola. Und die hier auch. Seine Nichte, die bei ihm wohnte, starb ebenfalls an dem Virus. Deshalb ließ sich Pacard von Mitarbeitern der Weltgesundheitsorganisation WHO überzeugen, einen neuen Impfstoff zu testen. Das Prinzip hieß Ringimpfung. Diejenigen Menschen, die direkten Kontakt zu einem Ebola-Patienten hatten, wurden geimpft. Nach der Impfung musste ich mich übergeben und fühlte mich müde. Aber nach 3 Tagen ging es mir wieder besser. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Wort Impfstoff gehört habe. Ich war sehr stolz. Keiner der Probanden der Studie bekam Ebola. Ein Riesenerfolg. Doch ein später. Oh ja, wenn der Impfstoff früher gekommen wäre, wären weniger Menschen gestorben. Das wäre besser gewesen. Damals. Damals hieß es, die WHO reagiere zu langsam. Denn der Impfstoff war schon ein Jahrzehnt vorher in Kanada entwickelt worden, allerdings ohne Tests an Menschen. Als er in Sierra Leone zum Einsatz kam, war die Epidemie schon fast vorüber. Insgesamt starben in den Jahren 2014 und 2015 in Westafrika rund 11.000 Menschen an Ebola. In der Region wurde die Impfstudie damals von Dr. Monica Musenero von der WHO betreut. Inzwischen sind die Untersuchungen ausgewertet mit gutem Ergebnis. Jeder, der den Wirkstoff rechtzeitig bekam, hat überlebt. Der Impfstoff wird eine Zeit lang teuer sein, weil er nur in kleinen Mengen produziert wird. Er wird aber billiger, wenn wir ihn in großem Maßstab herstellen können. Aber erstmal bin ich wirklich glücklich, dass es einen Impfstoff gibt. Und ich bin mir sicher, wenn es einen neuen Ebola-Ausbruch gibt, wird die internationale Gemeinschaft sicherstellen, dass dieser Impfstoff für die Bevölkerung verfügbar ist. Die Impfung soll zunächst noch nicht großflächig eingesetzt werden, denn die Forscher wissen noch nicht, wie lange der Impfschutz anhält. Das Bezirkskrankenhaus. Bislang funktioniert die Ebola-Vorbeugung nur mit einfachsten Mitteln. Ein Megafon erinnert die Patienten immer wieder an die wichtigste Schutzmaßnahme: Händewaschen. Noch vor Betreten des Krankenhausgebäudes werden alle Neuankömmlinge auf Ebola-Symptome untersucht. Wichtigste Frage: Haben sie Fieber oder unerklärliche Blutungen? Wenn mehrere Symptome zutreffen, kommen die Patienten auf eine Isolierstation. Ebola kann jederzeit wiederkommen, trotz Impfstoff. Damit rechnet auch Dr. Brima Sesai. Der Arzt war die ganze Zeit während der Epidemie im Einsatz. Wir haben in anderen Ländern die Erfahrung gemacht, nach dem ersten Ausbruch kam das Virus zurück. Dieses Risiko wollen wir nicht eingehen. Wir wollen es nicht dreimal bekommen. Trotzdem hat er damals weitere Testimpfungen abgelehnt, weil die Epidemie schon zurückging und aus mangelndem Vertrauen. Ich habe gefragt, wenn ich die Nebenwirkungen zu spüren bekomme, von denen ihr redet, wer wird dann die Kosten übernehmen? Und sie haben gesagt, das Gesundheitsministerium oder die Universität von Sierra Leone. Die haben die Impfstudie geleitet. Sie waren ziemlich vage und ich habe geantwortet, wenn ihr nicht wisst, an wen ich mich wenden soll, warum sollte ich mich dann impfen lassen? Since you guys are not specific, you don't know whom I should contact, then why should I take the vaccine?
Inzwischen wissen die Ärzte, mehr als Übelkeit, Kopf- und Gliederschmerzen ruft die Impfung im Allgemeinen nicht hervor. Pakar jedenfalls ist glücklich, dass er sie bekommen hat. Wir haben es schon wieder vergessen und wollen es nicht mehr hören. Ebola, Ebola, Ebola. Vielleicht haben andere Angst. Ich nicht. Ich bin jetzt vor Ebola geschützt. Und gleichzeitig hofft er, so wie alle Menschen in Sierra Leone, falls Ebola zurückkommt, dass dann die internationale Gemeinschaft schneller reagiert.